Ed Holmes, Freunde, ich will mich eigentlich nicht umdrehen. Eigentlich möchte ich euch was zeigen, aber ich bin so geblendet von dem, was ich sehe. Ich lasse mir ein bisschen Zeit. Also hier haben wir ein Grundstück, der 2000 Quadratmeter ist, direkt am Meer, wie ihr seht. Vorne ist nur eine Parkanlage gedacht. Das heißt, dass ihr diesen Blick immer oder für immer haben werdet. Ich drehe mich doch um. Dieses Grundstück haben wir vorbereitet, dass man hier mindestens 2 bis 3 Villen bauen kann. Aber wer sagt, 2000 Quadratmeter ist genau das, was ich will und direkt am Meer auch noch, dann ist man hier gut aufgehoben. Man hat dieses Grundstück um 2 Meter höher gestellt, damit man eben das sieht, Freunde. Es ist wirklich gigantisch, was man hier noch bekommt, um seine Träume zu realisieren. Preis wieder per Nachfrage, weil wir eben immer wieder Schwankungen haben mit Euros und so weiter. Die Umgebung ist so. Und nebendran, Freunde, ist diese Villa, was ich vorhin aufgenommen habe für euch, was ich eigentlich selber kaufen wollte und dann aber irgendwie nicht geklappt hat. Und jetzt haben die Freunde von uns das gekauft und renoviert. Steht auch zum Verkauf. Dazwischen ist ein Grundstück. Also ihr müsst davon ausgehen, dass dieses Grundstück, wo ich mich drauf befinde, genauso niedrig war. Und das hat man erhöht, um eben diesen Blick noch optimieren. Ich gehe weiter. Ich gehe deswegen weiter, weil ich euch auch andere Seite des Grundstücks zeigen möchte. Hier zum Beispiel könnte man einen Parkplatz bauen. Das gehört auch zu diesem Grundstück von Strommast auf die Seite. Da vorne ist ein Olivenbaum. Das muss ich auch sagen. Der Bauer des Grundstücks hat mir erzählt gerade, ich liebe ja alles, was lebt. Ist 60 Jahre alter Olivenbaum und hier hat er 80 Jahre alter Olivenbaum gepflanzt. Und so wie außerhalb ist, ist auch unterhalb, weil er den Olivenbaum ein Bonsai-Baumstyle verpassen wollte. Ich liebe es, also wenn der blüht und Kühe sind auch da. Gazi Pascha ist im Gegensatz zum Alanya sehr, sehr natürlich geblieben, Freunde. Auch wenn man durch die Straßen fährt, hat man sehr, sehr viel Natur. Also, dieses Grundstück ist 2061 Quadratmeter. Wer Interesse hat, direkt am Meer zu bauen, Genehmigung ist da. Man darf hier bauen, sogar 2 Villen. Aber wenn man sagt, ich will hier mein Prachtstück haben, dann bei uns melden. Wir würden auch hier die Kontaktdaten weiterleiten und ihr könnt dann auch das erwerben. Ich glaube, Freunde, wenn man 250.000 Dollar hier investiert, kriegt man die türkische Staatsangehörigkeit mit dazu. Ist das ein Vorteil? Weiß ich nicht. Ich bin ja Türke, deswegen brauche ich das nicht. Aber wenn man hier noch Geschäfte machen will zwischen, was weiß ich, Europa und hier, ist diese eine gute Maßnahme, dass man eben diese Staatsangehörigkeit auch dazu bekommt, dass man eben dann nicht mit Aufenthalt und was weiß ich was noch zu tun haben muss. Aber diese Themen gehen wir auf Ad Homes nacheinander nochmal ein, damit ihr auch da im Klaren seid. So, Freunde, jetzt drehe ich mich nochmal, nochmal und beende dieses Video auch hier. Ich hoffe, dass ihr zahlreich kommentiert, meinen Kanal abonniert. Es ist ja alles kostenlos und vielleicht auch weiterempfehlt, die Immobilien suchen. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß, deswegen mache ich das. Bis dann, Freunde.